Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einer weiteren neuen Folge der Firma Autogesellschaft. Das hier ist eine Corvette C5. Das dort ist der John, der, wie man sieht, am Fensterheber jetzt nochmal nacharbeitet, weil der Kollege jetzt wieder mal nicht gehen wollte. Jetzt willst du das Auto ausliefern, drückst nochmal drauf, streikt das Ding wieder. Der hängt nur auf der Endablage fest und ich weiß nicht warum, weil alles wie neu aussieht drinnen. Alles wie neu. Alles neu macht der Mai. Oder der März oder der April. Und mit diesen kleinen wunderbaren Hämmerchen kann man die Scheibe übrigens auch öffnen. Nur auf eine unkonventionelle Art und Weise. Stimmt's schon? Wollen wir es mal testen, ob das geht? Nee. Kunde freut sich. Kunde freut sich. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Mit dieses Auto schaffen wir jetzt den Kunden und wir fahren mit diesem Kfz hinterher. Weil wir haben das Auto verkauft an einen Kunden von uns, der ist jetzt, glaube ich, sein drittes rotes Auto, glaube ich, bei uns, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Dann nehmen wir jetzt noch was Schönes in Zahlung. Wirklich ein schönes Kraftfahrzeug, auch ein amerikanisches, mit etwas mehr Qualm als die Corvette. Ne? Und handgeschalten. Oh, jawohl. Heckantrieb, ich glaube, das ist ein 5 Liter V8, müsste das sein, mit Kompressoraufladung. Jetzt geht er. Ja, das ist irgendwie eh noch auf der Steckel, ne? Das ist so beknackt, weil das, der Motor, da sieht drinnen aus wie neu alles. Tja, was ist da faul? Das ist eine wirklich gehexenwerk, das Ding. Was auf jeden Fall faul ist, ne? Die Kennzeichen, wie man hier sehen kann, haben keine Prägung. Frag mal warum. Genau richtig, weil die Zulassungsstelle gesagt hat in Dresden, möchtest du ein kurzes Kennzeichen fürs Moped? Dann bitte nur ein Buchstabe und eine Zahl. Der Kunde möchte aber gern zwei Buchstaben und zwei Zahlen. Hm. Und schon ist die Diskrepanz da. Und das Schöne ist, du darfst dann mit diesem Kraftfahrzeug und den Kennzeichen bei der Zulassungsstelle hier in Dresden vorstellig werden, damit die das überprüfen. Gut, ne? Deswegen hat die Zulassung ohne dich geklappt. Gut, oder? Das macht das Autoshandeln noch viel, viel einfacher. Ja, das Thema mit den Zulassungsstellen und Amis und kleinen Kennzeichen ist halt immer so eine Problematik. Da wollen die sich halt gerne vor Ort nochmal überzeugen, ob es Tatsache wirklich nicht anders geht. Das heißt also, hast du wirklich nur eine kleine Kennzeichenaussparung. Im Zweifel kann es halt sogar sein, dass sie dann zu dir sagen, du hast, was ist hier, so eine 30er Kennzeichenaussparung bloß, wie es halt üblich ist bei den vielen Amis. Und dann erzählen sie dir, biegt das doch halt rum. Und da fragst du dich dann natürlich schon so, ob das jetzt ernst gemeint ist oder, ne, also ein bisschen lost das Ganze teilweise. Aber am Ende machen die auch noch ihren Job. Und das Kuriose ist, die Zulassungsstellen arbeiten alle unabhängig voneinander wohl. Die haben die Möglichkeiten, sich in eigenen Parametern zu bewegen. Und wenn du Pech hast, hast du halt eine sehr, sehr restriktive Zulassungsstelle, die sagt, nö, machen wir gar nichts. Und wenn du Glück hast, hast du Zulassungsstellen, die sagen, ja, ist nicht so schlimm jetzt hier, juckt keinen, wer juckt das. Ne? Ungewöhnlich für Deutschland, weil sonst ist eigentlich immer alles ganz genau geregelt, ja, und alles in Paragraphen totgeschrieben schon. Aber das ist irgendwie nie geregelt. Ne? Deswegen gibt es oft Diskrepanzen beim Zulassen. Das war übrigens auch das Auto, wo dann Rico, wo wir noch einen Platten dann hatten. Also das war wieder alles eine Odyssee. Das geht der Scheiß jetzt selber, ne? Ja. Auf jeden Fall ist das ein 5,7 Liter, kommt mal schnell mit. Ich zeige euch das Auto wenigstens noch mal kurz. Der hat hier so Taillights-Adapter hier. Normalerweise sitzt das Rücklicht weiter drin, so 2 cm. Warum macht man das? Das sieht halt einfach bulliger aus, wenn das Rücklicht mehr oder weniger mit der Heckpartie abschließt. Das Auto ist auch ein Fahrzeug, glaube ich, gewesen für den europäischen Markt, wenn mich nicht alles täuscht. Hat nie viel runter, ich glaube 60.000 oder sowas. Kraftstoffreserve. Jawohl. Cool, wenn das dann da steht, fahren wir jetzt nochmal an die Tankstelle. Ja. Habe ich auch schon mal getankt, das Ding. Ja, wie viel? 5 Liter reingemacht. Oh, das ist ganz schön viel. Das ist halt nichts für das Ding. Naja, Moment. Moment. Entgegen aller Erwartungen, was schätzt ihr, was ein 5,7 Liter V8 Sauger mit einem Viergang-Automatikgetriebe, Heckantrieb, Trans-Axle-Bauweise, sprittechnisch auf 100 Kilometer, wenn man normal fährt, verbraucht? Schätzt mal. Genau, so 12 Liter ungefähr. 12 bis 13. Der Klassiker. Der Klassiker. Eigentlich brauchen alle V8 nur 12, 13 Liter. Das ist eigentlich der Klassiker. Selbst der Bentley braucht nur 12, 13 Liter. Ne? Wenn die Frau zu Hause nachfragt, wie viel Sprit brauchen, also, naja, so, ja, also, wenn du zügig fährst, so 12, 13 Liter, kannst du sogar auch mal 10 schaffen. Ja, kannst auch unter 10 Liter, glaube ich. Ja. Aber das ist kein Scheiß. Das kannst du mit der Corvette wirklich. Mit der C5 kannst du das safe, mit der C6 kannst du das auch safe, mit der C7 sicherlich auch. Weil das Ding ist schweineleicht, hat massenweise Drehmoment. Gefühlt fährt das Ding im Standgas, wenn man das will. Ne? Du kannst auch beim Handschalter kannst du easy in der 4 anfahren, problemlos. Die C5 Z06 war eines der wenigen Autos mit der Dodge Viper, wo du quasi im fünften Gang, in einem Gang von Zero zum Topspeed fahren kannst.
kann man nur empfehlen, die C5. Ich hatte selber mal eine schwarze C5 Z06. Eines der coolsten, also generell ist die C5 einer der coolsten Corvette neben der C3 und der ZR1 für mich, weil das die größte ist. Schau mal her. Also hier passt du auch einfach, keine Ahnung, hier passt du auch rein, wenn du 1,90 bist. Oder 1,95. Guck mal. Hier ist so viel Platz drin. Das ist so cool. Und das ist halt, das Auto kann halt alles. Das kann cruisen, das kann schnell fahren, das kann Sprit ohne Ende durchziehen. Und, das ist halt das Coolste an der ganzen Sache, es kann auch Sprit sparen. Und Unterhalt ist günstig. Eine Corvette im Unterhalt ist echt preiswert. Was sagst du zu Ersatzteilversorgung so? War bei meiner kein Problem. Ja. Ich habe alles über Rock Auto und Co. relativ schnell und einfach bekommen können. Also wäre jetzt heute, ich sag mal, ich glaube eher ein Problem ist jetzt, wenn du ein russisches Auto fährst oder sowas mit Ersatzteilversorgung. Das könnte gerade ein aktuelles Problem sein. Aber hier Ersatzteilversorgung, höchstens durch Lieferkettenproblematiken. Das kann halt sein. Ja. Die Teile gibt es aber für die Autos. Ich meine, klar, Haptik, Optik, Anmutung, ja, das muss man halt dann mischig arrangieren. Ne? Aber dafür ist es ein sehr, sehr störungsfreier Kamerad. Das Tolle ist, du hast einen relativ großen Kofferraum. Ja, also echt kannst krass, wirklich ja. Mit 2 Personen völlig entspannt auch in den Urlaub fahren. Ne, nochmal mit einem Staufach. Das ist schon krass, ja. Das ist richtig, richtig cool. In der C5 Z06 hat man eben nicht dieses rausnehmbare Dach. Das Ding gab es ja als Targa, so wie hier. Das Dach kann man rausnehmen, dann kann man das hier hinten verstauen, wie beim Targa üblich. Ja. Als Hardtop geschlossen quasi, als Z06, so wie ich sie hatte, und als Cabriolet. Mhm. Ne? Und das Schöne an dem Auto ist, es ist halt schweineleicht, es wiegt irgendwie 1450 Kilo oder irgend sowas, hat 344 PS und der Motor, der hier vorne drin ist, 5,7 Liter Smartlock mit einer zentral sitzenden Nockenwelle, die über Stößelstangen 2 Ventile pro Zylinder antreibt. Ja, also bei dem Motor geht natürlich leistungstechnisch schon noch ein bisschen was. Du kannst dort, wenn du willst, einen Kompressor drauf bauen. Du kannst mit 0,5, 0,6, vielleicht sogar 0,7 Bar Ladedruck fahren. Da fährst du das Ding quasi mit den gleichen Innereien. Da fährst du dort eigentlich nichts an im Motor, sondern baust halt nur am Motor um, also Abgasanlage, Ansaugung und Co. Ich meine, da gibt es komplette Kits bei den Amis, ne? Also das kaufst du Plug and Play. Wer ein bisschen technisch versiert ist und nicht so 2 Pfoten hat, so wie ich jetzt, ja, der schraubt die Scheiße an der Garage dran. Aber ansonsten würde ich dort, kannst du dort Saugertüren machen, halt üblich, ne? Fächerkrümmer, Cuts, Ansaugung. Da gibt es auch so einen Predator Power Programmer wie bei Ford oder bei Dodge. Da kannst du eine andere Software aufspielen. Da gibt es ein kleines bisschen mehr Zündwinkel und. Da fährt das Ding wahrscheinlich so mit 20, 30 PS nochmal mehr. Ne? Aber es reicht aus, die Leistung. Also man muss dort eigentlich nicht dran rumspielen. Ist eh ein Cruising Car durch das Automatikgetriebe. Klassiker war bei mir auch Fensterheber immer wieder kaputt. Auch, also wirklich auch Beifahrerseite oder Fahrerseite, ich weiß nicht mehr genau. Und Stellmotor, da nutzen dann die Zahnrädchen aus, die sind aus Plastik. Ja, und dann ja. Überdreht das Ding die ganze Zeit. Zumindest ist es hier nicht so wie bei der C3 oder so, wo das, oder bestimmt bei der C4 war es auch noch so, dass es dann halt über Unterdruck ging. Mhm. Ja, und wenn da irgendwo so ein kleines Schläuchchen undicht ist, du, dann... So, also ich freue mich jetzt auf die Fahrt. Wir fahren jetzt rüber zum Kunden, der hat das Auto ja schon mal gesehen, der war ja schon mal hier. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es irgendwo noch übergewaschen kriegen, ne? Weil es ist komplett eingestaubt hier. Ja. Gut, Freunde, dann also bis gleich. Was sagt uns das hier? Ganz genau, 123er Only, Junge. Mhm. Die Corvette passt da nämlich gar nicht rein, Juri. Die darf gar nicht. Die darf gar nicht hier drin sein. Nein. So, Freunde, sind wir gleich beim Kunden. Wir haben jetzt dem Ding noch eine kurze Überwaschung gegönnt, damit er eben nicht versifft dort ankommt. Wobei, ich glaube, er fährt jetzt sowieso nicht gleich los. Also ich denke, das Ding kommt erstmal in die Garage. Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Fahren her macht das echt komplett Bock immer noch. Du hast eine übelst lässige Sitzposition in dem Ding. Das ist der einzige Sportwagen, also als Zweisitzer, tief, flach, breit, wo du bequem rein, also wenn du keinen Bandscheibenvorfall hattest oder ein künstliches Hüftgelenk oder irgend sowas, ja, wo du bequem rein und bequem wieder rauskommst und wenn du dann eben mal drinnen sitzt, am besten nur drinnen sitzen bleiben willst, weil es einfach komplett gechillt ist. Man lümmelt da richtig, ne? Man kann also übelst geil lümmeln in dem Ding und da kannst du, wir sind mit dem Auto, also mit der Z06, sind wir in einem Rutsch runter an den Gardasee gefahren, nur zum Tanken eben mal raus und ansonsten dann da runtergeballert. Und das war komplett lässig, entspannt.
Also die Fahrt an den Gardasee, die werde ich glaube ich nie vergessen. Und zwar sind wir da auch mitten in der Nacht losgestartet, so leichtsinnig wie wir waren, jung und dynamisch und ungebunden. Und sind dann quasi losgefahren in Dresden, früh um 4 oder irgend sowas Penetrantes oder nachts um 1, ich weiß nicht mehr. Es war völlig abartige Uhrzeit eigentlich zum Losfahren. Und irgendwie kurz nach Chemnitz fing es an zu schiffen. Aber Volllast, also so wirklich so diese Monsunregen, wo quasi Wischer höchste Stufe und 80 und du siehst nichts. Und du mit deiner Karre, da hast du es wirklich gemerkt, wo wirklich der Hund begraben liegt bei dem Ding. Da die Karre hinten, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 295er auf der Hinterachse hatte oder 305er, ich glaube 295. Und da hast du deutlich zu spüren bekommen, dass du ab Tempo 100, 120, das war so die Range, die du maximal bei wirklich nasser Fahrbahn fahren konntest, weil die Karre dann wirklich angefangen hat zu schwimmen. Du hast richtig gemerkt, wie das Auto anfing, auf einer Wasserwelle zu fahren. Wo dir dann der Arsch wegging, die ganze Zeit hin und her. Weil das Auto auf der Hinterachse einfach nichts, gefühlt fast nichts wiegt. Und da haben die schon das Getriebe nach hinten gebaut, damit überhaupt Gewicht ist. Weil das ganze Ding, ich glaube die Z06 wog 1380, wir haben die glaube ich gewogen, 1370 Kilo. Wie auch immer Leute, wir sehen uns gleich beim Kunden. Apropos, wir haben das Auto von dem Kunden ja noch gar nicht gesehen. Stimmt. Das fiel mir da gerade so ein. Jawohl. Das müssen wir noch angucken. Der hat das Auto zwar schon gesehen, ich glaube der ist ohne Runde gefahren, ich bin mir gar nicht sicher. Aber das andere Auto, das haben wir noch gar nicht gesehen, nur auf Bildern. Na dann, ich bin gespannt. Dann hoffen wir mal, dass das kein Reinfall ist, ne? Ah. Bis gleich. Also, als wir dort angekommen sind, wusste ich natürlich jetzt auch nie genau, was uns da erwartet. Ich wusste natürlich von den Shelby GT 500, aber mir war natürlich nie bewusst, dass der dort noch zwei, drei andere Autos hat. Da hat er noch zum Beispiel einen Honda Civic CRX, war aber von seinem Kumpel irgendwie nur zwischengelagert. Die Garage hat mir schon gut gefallen. Das muss man einfach mal so sagen. Also nicht bloß die Autos, sondern auch das, die Garage als solches, als Fertigteil. Ich habe mir das hier neu gebaut, also das Haus saniert und die Garage neu gebaut. Aha. Cool. Und hast du noch Schnäppchen machen können oder war auch schon teuer? Haus und ich habe meine Geschwister rausgekauft aus dem Erbe. Und hab mich hast du wieder hab dir schätzen gemacht. Lassen und dann hast du es... Genau, habe sie rausgekauft und habe mir sauber wieder besucht. Das ist natürlich super, weil man sich mit seinen Geschwistern in so einem Erbfall irgendwie klarkommt. Oftmals gibt es dann meistens dann leider hinterher Streit, ne? Aber gut ist, wenn die sich da einig geworden sind und am Ende des Tages wohnt er dort echt idyllisch, ne? Ich meine, bist in einer Viertelstunde in der Innenstadt und hast dort aber einfach mal komplett deine Ruhe, ne? Da habe ich halt hier noch ein bisschen angebaut, da ist ja noch Carport mal drüber. Mhm. Ne? Und das ist schön. Ja mein Alltagsdörner hier. Ah, S4 oder was? Habe ich mir jetzt erst gekauft, ja, letztes Jahr. Und zufrieden? Nur habe ich 10.000 reingesteckt. Ach so, so wenig? Um mich wieder fit zu machen. was hast du jetzt alles machen müssen für 10er? Von vielen kleinen Sachen, sag mal, ein Motor hat mir jetzt Saugrohr alles draußen, alle Dichtungen getauscht, neue Ölwanne, ja, gut, alle Dichtungen raus, Klimakompressor kaputt, Kondensator kaputt. 5er, 6er? 6er. Kondensator war kaputt. Mhm. Wir haben also im Prinzip alle Schläuche, alles neu gemacht, was irgendwie Gummi in dem Auto ist, ne? Zur Sicherheit, weil ich einfach Ruhe haben will damit. Weil das Ding ist total geil, ne? Sound macht Laune. Handschalter oder Automatik? Automatik. Also er wollte bewusst ein Auto haben, wo auf Deutsch gesagt im Einkauf günstiger ist, wo aber dann weiß, wenn er noch Summe X reinsteckt, dass er dann weiß, dass alles gemacht ist. Bevor er jetzt irgendwie für teuer Geld ein Auto kauft, wo ihm erzählt wird, es alles gemacht und es geht trotzdem alles kaputt. Irgendwas ist immer bei so einem 4-2er. Ne? Irgendein Theater geht immer los. Schon mutig, muss ich jetzt mal sagen. Also ne, mit dem Kilometerstand, hat es mir halt irgendwas runter. Aber war halt so geplant. Also für ihn war das klar, dass das noch Geld fressen wird, das Ding. Und macht jetzt auch nicht den Eindruck, als hätte er sich jetzt darüber gewundert oder hätte es angefangen deswegen zu heulen. Ne? Und das ist halt gut, wenn du einen Käufer hast, der auch wirklich weiß, was er kauft. Ja, das ist ein Mustang. Der Mustang habe ich mal für meine Freundin gekauft. Ach so, das machen die meisten Männer. Ich wollte auch mal einen 99er haben. Ne? Ich habe jetzt hier Vogtlandfedern drin. Warum natürlich stifttechnisch ein Drama, weil für das Auto kriegst du nicht mit Abnahme. Ne? Ach so, okay. Mit EU-Zulassung. Und da haben die von Vogtland mir ein paar Eckdaten geschickt zu so den Federn und da haben die mir das eingetragen bei der Dekra. So ein bisschen tiefer ist er ja. Normal sind die ja noch viel höher. Ja. Und der ist immer noch hoch, theoretisch, ne? Naja, das ist brutal hoch, ne? Da könnte noch viel tiefer sein. Ne? Ganz ehrlich, die Dinger, ich denke, dass die Autos noch kommen werden hier. Das Modell. Momentan sind sie echt billig. Ja, also du kriegst ich, jetzt für 4.000, ne? Den habe ich für 4.500 geschlossen. Ne? Aber der hat auch viel Unfallschaden schon, ne? Echt? Ja. Holst du viel von privat oder was? Ja. Unterschiedlich, je nachdem, was mir gefällt. Das Auto muss mir gefallen, der gefiel mir, weil es auch eine Edition ist, ne? Die Haube ist das oben? Das Fahrzeug, genau. Alles oben, also. Also ich muss ja ehrlich gestehen, die 2000er Mustangs haben mir eigentlich lange Zeit nie gefallen. Jetzt kommt die aber langsam so in ein Alter, wo sie mir irgendwie langsam anfangen, ganz gut zu gefallen. Die kostet auch mit 5 Liter und auch mit ganz gut Dampf. Ich meine, den Mustang baut man ja in Summe, glaube ich, ohne Unterbrechung, ne? Seit 1964. Na, wenn man mal guckt, von wo der Mustang kommt, ne? Von einem, sag mal, Ponycar bis hin zum Musclecar, bis hin zum Plastikauto. Hört man das hämmern? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich, ja.
bis hin zum Plastikauto gefühlt, bis hin zu wo sie heute stehen. Heute ist ja so ein 2017er Mustang oder 2015er Mustang. Schon ein richtig, richtig geiles, gutes Auto auf jeden Fall, wo du gefühlt jeden Geschmack treffen kannst. Aber interessant hier, das sind also mehrere Fertigteilgaragen zusammengebaut, ja, sozusagen. Genau. Was kosten so drei Stück? Ui, okay. Das ist eine 7 Meter Version. Ja, wollte gerade sagen, die ist echt lang, ne? Dann haben wir einen 8-Tonnen-Kran gebraucht, weil die in der Ecke muss man mit dem Kran setzen, weil das letzte LKW hier nie rumkommt ums Haus. Aha. Und Fundament habe ich natürlich vorher noch bauen lassen, Streifenfundament. Und der Boden, der jetzt hier drin ist? Freitragen, Sohle drunter. Das ist bloß hier in der Mitte Streifen, wo die Lücken sind. Aha. Und dann eine Dora und hinten. Und das geht? Das lang. Die steht frei hier drauf. Wenn man die beim Hochwasser mal verschiebt, setzt du mit dem LKW wieder hin. Aber das sind eben nur die verstärkten Decken jetzt hier oben drin. Deswegen hast du die Kante, ne? Ja. Dass die halt quasi, wenn sie doch mal beim Hochwasser verschiebt, dass sie nicht gleich kaputt ist. Ich frage halt deswegen so blöd nach, weil mich das halt persönlich interessiert. Und ich denke auch für den einen oder anderen Car-Auto-Enthusiasten, Automobilliebhaber, ist das auch ein Thema. Garage, Platz, wohin damit, was kostet sowas, wie kann man sowas bauen? Deswegen frage ich sowas immer mit ab, wenn ich sehe, da hat gerade einer was neu gebaut, was relativ... Vor ein paar Jahren, also war, ich glaube, der hat die Dinger vor 2 Jahren bauen lassen oder sowas, ne? Hat er, glaube ich, erzählt. So gibt es vielleicht den einen oder anderen, der unseren Kanal verfolgt oder mal einen gewissen Mehrwert und sagt, oh, okay, das könnte man eigentlich auch machen. Geile Idee, habe ich gar nicht dran gedacht. Und so schlecht ist es, ganz ehrlich, also die Garagen sahen echt gut aus. Die Größe, die Länge, das waren 7 Meter Garagen. Da kannst du easy ein 5 Meter Auto reinstellen und kannst dahinter gefühlt noch ein Motorrad reinschieben oder was weiß ich, oder deine Fahrräder hinstellen. Das fand ich schon echt gut. Und vom Raumgefühl her war das auch mega, ne? Ja, und das ist quasi mein Schatzi, ne? Den habe ich schon 8 Jahre jetzt. Sieht auch schön aus. Und ich habe immer schon Mustang-Pedel, ne? Und habe mir damals den 6-Zylinder gekauft. In Limettengrün. Den hat die Lisa damals angekauft. Ja, stimmt, stimmt. Und ich hatte bei euch einen Focus SD mitgenommen. Genau. Und knallrot wieder. Genau, den roten, ne? No? Und das war dann quasi mein 2. Mustang. Und an dem hänge ich wie Sau. Das ist ja ein originaler Jack Rush-Umbau. Und der hat dann Stage den Kompressor 1. drauf und. Ne, das Stage 1 nicht. Der hat nur das Body-Kit, das Carbon-In-Auspuffanlage. Sieht schon brutal aus, das Ding, oder? Ne? Also den Russian Bar habe ich live noch nie gesehen. Und ganz ehrlich, also ich sehe es gerade jetzt nochmal hier im Video, so wie ihr. In der Kamera wirkt das Ding nie so brutal, wie es eigentlich wirklich dasteht. Das hat schon echt einen mannhaften Auftritt, das Ding. Ne? Übelste NASCAR-Vibes finde ich übelst geil. Gefällt mir komplett. Was ist denn hier mit den Hauptsicherungen? Musstest du die runterbauen oder was? Ja. Ist wahr? Shelby auch Thema, ja. Und ich kann aber nie empfehlen, mit dem Auto schnell wie 180 zu fahren ohne, weil die Motorhaube bewegt sich dermaßen. Echt? Da kriegst du echt Angst. Weil das bloß Alu ist, ne? Die macht hier einen fiesen Flattermann. Da bin ich früher alltäglich gefahren, ne? Das kannst du auch mittlerweile nicht mehr machen. Was hat es mal gekostet früher, das Ding? 15. Was hat er jetzt runter? 150 Straßen. Hm? Geht. Okay. Und jetzt zahlst du für so einen Rush, sag ich mal, 25 in Deutschland. Cooles Teil. Weil gerade die Farbe ist selten gewesen damals bei Jack Rush, ne? Die haben sie nicht so oft gebaut, eher so blau, weiß, ja, schwarz, ne, so die Klassiker. Aber das ist Weinrot, gab es ja auch auf dem Shelby nicht. Ah ja. Dann haben sie ein paar Zusatzinstrumente noch eingebaut, ja. Temperaturen und Zeug. Ne. Schickes Teil. Ich wollte mal einen Kompressorumbau machen, ja, aber man muss so sagen, finanziell lohnt sich das halt nicht. Ne? Das ist halt ein TÜV-Thema mittlerweile, ne? Ja, da fährst du auch nur Low Boost mit 0,5, 0,7 Bar maximal, ne? Die Motoren sind vielleicht 420, 430 PS standfest, diese Alu V8, ne? Man möchte an die Innereien rangehen, ne? Du möchtest den immer komplett machen. Damit, ne? damit du keine Probleme hast. Und ich muss sagen, der hat jetzt 305 PS, der fährt gut damit. Reicht alles. Ne? Also 1520 Kilo wiegt er noch. Du musst dich halt immer fragen, was du willst, ne? Willst du nur Rennen gewinnen oder willst du einfach cruisen und Spaß haben? Also für den Saal und so macht das Spaß. Ja, das war ja ein originaler Jack Rush Bodykit. Hier geht es gerade nochmal um das Thema, hier haben wir nochmal das Thema Kompressorumbau aufgefasst. Ich meine, ist natürlich eine Ansage, aber ganz ehrlich, es macht Spaß mit so einem Kompressorumbau zu fahren, aber die Dinger entfalten dann doch ihre Kraft doch so recht brachial, wenn die gut abgestimmt sind, dass das eigentlich für Fahranfänger noch nichts mehr ist. Ne? Also ich sage es mal vorsichtig, Fahranfänger nie, für Leute, die Auto fahren können und schon 10 Jahre einen Führerschein haben, sondern für Leute, die quasi, da würde ich mich sogar mit einschließen wollen, die das Auto gar nicht handeln können. Wie viele Drift-Fails gibt's, wie viele Burnout-Fails gibt's und. Ne? Weil das ist halt dann halt das Understatement oder das unterstreicht halt nochmal, wie oft das schief geht. Und das sind halt die Momente, wo einfach bloß einer die Kamera mal draufgehalten hat. Weißt du, wie viel da noch passiert? Wo keiner filmt gerade in dem Moment. Das ist halt schon wild. Deswegen denke ich immer, dass so eine Leistung für den Autonormalverbraucher völlig ausreicht. Wenn der Shelby ist eine ganz andere Hausnummer dagegen, ja, ne? Das ist total wild. Warum gibst du den eigentlich jetzt als Ford Free gegen eine Corvette? Es war eigentlich mein totales Traumauto früher, der Shelby. Aha. Also den wollte ich eigentlich immer haben, seitdem wir damals rauskamen. Da war ja im Film drin, einem Legend damals. Auch in der Farbkombi habe ich schon gesucht. Habe auch welche 4 Jahre gesucht, so ein Auto. Ne? In dem Zustand vor allem, wie der jetzt noch ist. Tja, was soll man sagen?
Bock auf was anderes? Also ich kann natürlich immer nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich muss was anderes haben. Er sagt ja auch, dass er einfach schon immer mal eine Corvette haben wollte, weil eigentlich so die Mustang-Fahrer, also ein eingefleischter Mustang-Fahrer, würde sich auf gar keinen Fall ein GM kaufen. Und genauso so andersrum. Ein eingefleischter GM-Corvette-Fahrer oder was weiß ich, kauft auf jeden Fall keinen Ford. Heutzutage ist das aber, glaube ich, eigentlich ein bisschen aufgeweichter. Vor 10, 15 Jahren war das noch was ganz anderes. Da gab es so das Ford-Lager, also dann gab es das General Motors-Lager, also halt Mopar und General Motors so, ne? Aber mittlerweile habe ich das, den Eindruck, dass den Leuten das mittlerweile völlig wurscht ist, was andere denken. Und das ist so gut so. Finde ich persönlich gut, wenn man sich darüber jetzt keine Gedanken macht und sagt, oh, scheiß drauf, ich kaufe mir halt eine Corvette und habe halt noch einen Mustang. Ich finde persönlich, die Autos passen gut zusammen. Das sind beide Sportcoupés, beide V8, beide Sauger und das macht eigentlich komplett Sinn, finde ich, sich da so ein Ding noch mit hinzustellen. Und vom Fahren, wer jetzt denkt, der fährt der beides gleich, nee, die fahren auf jeden Fall nicht gleich. Was halt vielleicht auch ein Thema für ihn ist, Dach raus im Sommer. Kann man jetzt glauben oder nicht glauben, aber das hat schon viel vom Cabrio. Ne? Du sitzt halt nicht ganz so nackt in der Karre. Ich finde das Targa-System oder beziehungsweise die Targa-Idee ganz geil. Also eigentlich, wenn man das Targa mal so ganz zurückdreht, dieses Thema, hat ja Porsche damals angefangen. Im F-Modell, glaube ich, ging es los. Genau, richtig. Dieses Targa-Thema ist so aus der Idee der Sicherheit entstanden, zum Thema Überrollbügel. Und bei den ersten Porsche-Modellen, die das hatten, bei den ersten 11er-Modellen, hat man quasi so eine Plastikscheibe. Die Dinger sind heute schweineselten und super, super teuer mittlerweile, kann man die Scheibe rausnehmen. Wie lange hast du den jetzt gehabt? Normalerweise müsste ich den verkaufen und den behalten. Mhm. Das wäre sinnig, ne? Aber ich hänge so an dem Auto. Ich habe ja alles selbst umgebaut und TÜV und Dekra und Zulassungstheater damit durch. Den würde ich nie wieder verkaufen. Also du bist Leid gewohnt. Ja, den würde ich nie wieder verkaufen. Ne? Mhm. Der wird mich jetzt für immer begleiten, denke ich. Ne? Mhm. Schön. Da hänge ich dran. Der sieht ja wirklich gut aus, also vom Zustand her. Sieht man halt nicht so oft. Soweit ich jetzt weiß, haben sie in der Farbe 89 gebaut, Stage 1 Plus. Aha. Das konntest du so am Werk bestellen oder was? Ne, Rush also, hat den rübergeholt und umgebaut. Aha, okay. Also die wurden fertig gebaut. Wie bei AMG früher, ne? Genau. Ne? Dann haben die den umgebaut. Und bei Shelby, das ist ja quasi im Fortwerk gebaut. Von SVT. Alleine, als ich dort schon angekommen war und das Ding da so unter der Plane stand, ne? Da weißt du immer schon, das wird jetzt nicht das schlechteste Auto sein, was da drunter steht. Ne? Weil du guckst nach links, sieht gut aus, guckst nach rechts, sieht gut aus, siehst die ganze, den Gesamteindruck, so Garage, da weißt du schon, das kann jetzt nicht so scheiße sein. Aber Achtung, Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Unter so einer Plane kann auch ein Blender stehen. Es gibt auch gewiefte Verkäufer, die wissen ganz genau, dass potenzielle Interessenten für Sammlerstücke, in dem Fall ist es ein Sammlerstück, bin ich mir sicher, eine Plane drüber ziehen, das ein bisschen cool aussehen lassen ringsherum und dann eben den Kunden dadurch ablenken. Man lässt sich auch schnell von sowas blenden. Wenn irgendwie 20 coole Außenecke rumstehen und alle total super glänzen im Licht und alle unter Plan irgendwie, dann kann man relativ schnell in diesen großes Kind im Spielwarenladen Rausch verfallen. Alles duftet, alles glänzt, alles sieht geil aus, ja. Und dann siehst du das Eigentliche nicht mehr. Und zwar darauf, wo du eigentlich achten solltest beim Autokauf. Und den hast du selber irgendwann mal geholt? Ja, oder? Von privat. Das haben da jetzt wunderbar geguckt schon so, 26. 26. 28, nee, 28 müsst ihr jetzt haben. Wie lange hast du den jetzt gehabt? Welche Hälfte? Anderthalb Jahre. Aha. Also als die Plan runter war, habe ich gedacht, alles klar, hier brauchen wir jetzt gar nicht lange rumobern. Nie einen Steinschlag auf der Front. Alles sieht aus wie neu. Und da war mir klar, das Ding passt safe in die Welt. Na, das ist jetzt nur noch eine reine Formsache, dass das jetzt alles hier, die Probefahrt muss überstehen, Lackschichten messen, alle Funktionen müssen gegeben sein und dann ist das Ding gesaved. Ja, cool, oder? Alle Serie. Abgasanlage, alle Serie. Nee, die ist auch okay. Das ist eine Ford-Abgasanlage von GT500KR. Das sind die Schalldämpfer, die sind vom TÜV sehr, sehr weit entfernt. Also wenn ihr dann A17 im Tunnel seid, da geht die Bremse nicht an, wenn die Gas vorne. Das okay. Macht echt Lärm. Auch beim Anmachen kannst du uns halt nicht drin. Die Originalen hat es aber irgendwie noch dabei. Alles dabei. Es ist alles, was umgebaut ist, ist original rückrüstbar. Es okay. Ist jetzt eine offene Ansaugung drin. Auch hast du das gemacht? Weil somit legen sie sich ja komplett still. Ne? Offene Ansaugung, geänderte Abgasanlage, Feierabend. Ja, musst du aufpassen. Ne? Ja. Ich meine, Ansaugung ist jetzt vom KR eine drin. Software ist angepasst auf die Ansaugung, aber es ist alles. Kannst du wieder umbauen? Absolut. Oder? Hast du das so Predator? Ja. Machst du das selber? Auch dabei. Er hat jetzt hier wirklich massiv Wert auf weitestgehende Originalität gelegt. Der hat halt dann extra Performance-Parts gekauft, die wahrscheinlich auch nicht so ganz günstig waren, schätze ich mal ganz stark. Und ich persönlich finde es halt immer sehr, sehr gut, wenn das Originalzeug dabei ist. Weil dann kann der Nächste, der kriegt es dann einfach mit. Oder wir bauen es gleich runter. So entstehen keine Befindlichkeiten. Hau das Zeug ruhig weg, brauche ich nie, hieß es beim Kauf. Du hast den Kunden gesagt, pass auf, es hat alles kein TÜV. Wenn du in die Kontrolle kommst, bist du fällig. Ja, ich passe schon auf, bei mir ist keine Cops. 2 Monate später, wir haben das Auto stillgelegt. Wo ist das Originalzeug? Kannst du mal im Schrottcontainer gucken, ob das Zeug noch drin liegt. Deswegen geben wir das mal mit, schreiben auch mittlerweile dann wirklich auch safe alles auf, was an dem Auto ist, was dazugegeben wurde, weil an das gesprochene Wort
erinnert sich dann hinterher keiner mehr. Deswegen sage ich immer zu unseren Verkäufern, schreibt alles auf. Das ist für den Kunden gut und für uns gut. Dann gibt es nämlich keine zwei Meinungen hinterher. Hier ist ja das Servicepaket, was ich gesagt hatte. Ja. Also Ölwechsel jetzt mal wieder Muster. Ja. Gut. Gut, klasse. Und das ist ja dieses spezielle Motoröl von Ford. Ja. Ne? Das haben sie ja nur für den Ford GT und für den gebaut. Ja, okay. Und halt Ölfilter und Benzinfilter müssen immer raus. Hier müsste jetzt der Luftfilterkasten rein, der Originale. Ohne den hörst du aber den Kompressor nicht. Mit offen hörst du natürlich schön den Kompressor. Richtig, planen, ja. Das geht drin. Ja. Ich glaube, der macht 0,5, 0,6 Bar. Genau. Also. Und hier ist auch der Flasher. Ne? Genau. Um das zurückzuspielen. Jetzt hat die Originalsoftware Software drauf. Also ziehst du quasi das Ding ist in der Lage, genau. Den Softwarestand auszulesen, speichert den und hat dann 2, 3 Files, glaube ich, drauf, ne? Genau. Wo du dann aufspielen kannst, je nach Bedarf, was du gerade für Upgrades hast und kannst noch viel, viel mehr Funktionen machen. Das funktioniert wie ein kompletter Tester, ne? Aber halt speziell für Ford. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dieser Flasher kostet in den Staaten im Bereich zwischen 800 und 1500 Dollar, glaube ich. Vielleicht kriegt man den auch gebraucht bei eBay Kleinanzeigen, günstiger, vielleicht für 500, 600, aber mit dem Ding kann man halt eigentlich alles Mögliche machen. Da gibt es so Anleitungen im Netz, da kannst du wirklich alles Mögliche auslesen, alles Mögliche kodieren. Das ist echt cool. Also die Dinger können wirklich, wirklich viel. Das gibt es bei 4 GM übrigens auch für die Corvette. Und hier unten sind quasi Schalldämpfer drin. Perfekt. Und jetzt mit der Ansaugung, so müsst ihr jetzt ein bisschen 550, 580 PS haben. So den Drehen. Weil alles von den Zeilen 500, ja. Mhm. Weil du merkst schon, wenn du den jetzt mit der Originalansaugung fährst, dass sie den gedrosselt haben. Der Ladedruck pfeift weg bei den höheren Drehzahlen. Aha. Und jetzt hält er einfach zu. Aber da musst du halt übelst aufpassen, weil da bei 6000 fängt, kann du mal spontan durchdrehen. Ne? Bei ja. 5000 bei 130, wenn es kalt ist und der hat kalte Ansaugluft. Mhm. Und die Altstadt hochfährst bei 130, kann sein, dass du im dritten Mal einen Burnout machst. Das wiegt ja hinten nicht auf. Hinten ist nicht bloß auf die Sperrachse mit Sperrdifferenzial. Ach du Scheiße. Also Burnout-Maschine, sag ich dir. Ja, auf jeden Fall. Und dann sind die Reifen ja auch schon relativ alt. Ne? Stimmt, die sind noch die ersten. Die sind aus 2005 oder sowas, ne? 7. 7? Da steht noch auf Erstbereifung tatsächlich. Wenn du bei einem 15 Jahre alten Sportwagen rauskommst, der noch mit Originalreifen drauf dasteht, wo noch die Hälfte des Profils übrig ist, dann kannst du in einer Sache sehr, sehr sicher sein. Entweder war der clever und hat einen anderen Radsatz drauf und hat damit den Ding richtig gegeben, von oben bis unten, von vorne bis hinten. Oder, und das wäre die bessere Alternative, der Radsatz war die ganze Zeit da drauf und die sind mit dem Ding eigentlich nie gefahren. Und so sieht er auch aus. Genau so sieht das Auto auch aus. Das sieht nie so aus wie... Der hat von früh bis abends besorgt gekriegt von irgendeinem Verrückten. Ja, den hast du gut rausgefischt, ne? Also auch mal der sieht auch super aus. Und mit dem S4 hat es ein bisschen Pech, ne? Ja gut, das war aber klar. Der war billig. Was hast du bezahlt? 7,5. Okay. Und das ist dein Daily? Das ist mein Daily. Aha. Und meine Freundin quasi eigentlich steht Daily, aber die fährt immer mit dem Audio rum. Aha. Sitzheizung und so, dann okay. Allrad. Ja, und ja. Das ist ein bisschen schöner. Ja, das tut, das macht schon mal Laune. Weil das ist ja auch eher ein bisschen spitz. Der hat kein ABS, kein ESP, gar nicht. Ne, da sind 1300 Kilo, wenn hier 5 cm Schnee liegen, fährst du keinen Zentimeter weit mit dem Ding. Ne? Das liegt nur 1300 Kilo? Ja. Überschätzt man komplett, ne? Alles Alu. Das ist wie die Corvette, die liegt 1400 irgendwas. Die liegt nicht, der Shelby ist Eisenschwein. Was wiegt denn der? 1700. Ja, das ist schon, gefühlt schon ganz schön schwer, ne? Stahlblock vorne, ne? Mhm. Ist alles Stahl, ne? Beim GT, der hat den Alublock vorne, der hat 1520 Kilo, der GT. Mhm. Und fast 50-50 Verteilung jetzt. Mhm. Aber ich habe auch viel rausgeschmissen an Ballast aus dem GT, ne? Mhm. Aber nur so, dass man es nicht sieht, weil ich will immer das, Original, ich mag halt Tuning so machen, dass man das nicht sieht. Ja. Ne, ich will nicht, dass das ein Laie sieht. Zum Thema Gewicht, ich finde generell, dass bei den Amerikanern man immer den Eindruck hat, dass das schwer ist. Also optisch, vom Angucken her leider nur. Aber der Schein drückt ganz, ganz oft. Also gerade bei Mustang, Camaro und Corvette und Co. Plastik ist eigentlich ein geiles Material, ne? Das hält ewig, sieht zwar nie lange geil aus, sieht eigentlich von Anfang an nie geil aus, wiegt aber nichts. Habe ich jetzt auch fast wieder umbauen müssen. Ich hatte vorher hier die Nebelscheinwerfer drin. Ja, ja. Ist hier eine Ansaugung nicht dahinter hier? Oder ist das, das ist nur Adrate. Aha. Ich hatte 4 Nebellichter. Mhm. Geht nicht. Wollte der Dekra nicht mehr. Nach 5 Jahren jedes Mal zur selben Prüfstelle plötzlich nicht mehr. Und da habe ich die Blindabdeckung gefunden, so in dieser Boss-Optik. Fand ich das auch nicht schlecht. Geht auch. Obwohl 4 Scheinwerfer auch geil aussieht, ne? Ja, das gehört halt dazu. Aber so könnte man die Form erhalten. Aber das erhalten, sieht richtig ne? GT-mäßig aus, ne? Das würde ich sagen. Also das sieht brutal aus. Ich muss sagen, von Sound ist es eine Geschmackssache. Der ist halt richtig tief und dumpf. Der ist brutal tief. Und der reicht? Der reicht mehr. Mhm. Weil der X-Pipe hat. Und der hat ja H-Pipe noch. Also mit der X-Pipe ist quasi gemeint, du hast 2 Abgasstränge, von vorne kommt meinetwegen. Also vom Krümmer, Cut, bla bla. Und dann geht das Rohr quasi eben mal in der Mitte kurz zusammen für ein paar Zentimeter. Da treffen sich die Abgasströme und dann gehen die wieder auseinander. Und die H-Pipe, da laufen sie beide getrennt voneinander. Geht auch kurz zusammen, haben wir auch so einen Steg in der Mitte. Ja, also wie so ein Rohr in der Mitte, so ein Verbindungsstück. Und dann gehen die wieder auseinander,
nach hinten raus. Und das macht wirklich einen unterschiedlichen Sound, kein Scheiß. Aber ganz ehrlich, ich finde jetzt die Zustände generell von den Autos, die hier stehen. Ich meine, der GT hat was erlebt, ne? Mit dem Wasch in die Berge im Winter und überall. Und der Shelby ist quasi, aber der ist, das ist ja, also ich weiß nicht, ob man ob der einen Steinschlag hat. Nee, ich würde fast sagen, hier also, ist, ich habe es nicht gesehen. Also das ist erledigt. Die Schlüssel sind schon bei geil. Den Autos, ne? Die muss halt in der Garage stehen haben. Ja, die Streifen sind foliert, die lösen sich irgendwann mal auf jeden Fall auf. Durch die Sonne, da sehen wir schon, die Farben, ne? Die haben so bei dem amerikanischen Lack, ne, dass der Klarlack abgeht und so, da muss man schon aufpassen. Mhm. Das muss ich jetzt wirklich mal loswerden, aber diese Haubenverschlüsse an diesem Auto reißen es komplett die ganz raus, weil die komplett wertig sind. Die sind komplett irgendwie aus Aluminium gefräst in einem Stück. Übrigens, kurz Side-Fact, hat mich jemand angefragt über Instagram wegen dem Auto. Und meinte so, naja, wegen Wiederverkauf ist er sich nicht sicher. Dann habe ich darauf geantwortet, ja, das stimmt, aber ein Mustang geht immer. Irgendwann für einen so einer als Shelby GT 500, da kommt in dem Zustand, also 100%, da kommt irgendwann, kommt da einer. Das wird, kann sein, dass das schon direkt nächste Woche ist, wenn du das Ding online setzt. Kann aber sein, das dauert halt einfach ein halbes Jahr. Da braucht man halt Sitzfleisch, darf dich halt nicht drücken. Ne? Aber dann kriegst du das Ding safe verkauft. Gab es da irgendwas mal dazu? Vorschäden oder irgendwas? Oder? Mir nichts bekannt. Nichts bekannt, ne? Cool. Nein. Also ich habe auch nicht gesehen. Ich meine, Spaltenmaß ist amerikanisch typisch, ne? Ja. Ja, nicht ganz perfekt, ne? Nicht so geil. Nö. Ne? Aber ganz ehrlich, ne, auf dem Lackbild hört sich das echt noch top aus, ne? Mega, ne? Ja, richtig. Also wirklich. Da müsste halt mal überpoliert werden, ne? Da ist überall Baukleben. Ja, aber du ganz ehrlich, ja. Dafür, dass das Auto ist jetzt, warte mal, was haben das wir denn jetzt? 15 Jahre alt. 16, ne? Ich habe an diesem Auto keinen Fehler finden können. Das Einzige, was vielleicht man als Fehler betrachten könnte, wären Reifen und sowas und so ein Zeug. Aber ansonsten war das Ding einfach vom Zustand her zu geil. Und da steht es bei uns auf dem Hof, in der Reihe, unter dem Vordach. Und da sticht der komplett raus. Und daneben steht irgendwie ein Q8, ein W140. Ja? Und das Ding sticht einfach komplett raus. Du kommst da vorbeigelaufen, da stehen schon eigentlich ganz coole Autos. Und du klotzt den Mustang an. Um das so bildlich darzustellen, wie sich das anfühlt. So. Na, du kommst in die Disco. Glotzt du rum, checkst die Weiber ab, machen die Weiber ja nicht anders, ne? Checken die Keller ab. Und nee, die checken erstmal die anderen Weiber ab und gucken, ob sie die geilsten sind. Checkst du die Weiber ab und dann siehst du da eine so in der Ecke stehen und denkst, Alter, was hat die für ein Fahrgestell? Ja? Und genauso ist der Mustang. Gehst kurz beim Autohändler über den Hof, guckst so. Und dann bleibst du an irgendeinem Auto hängen und denkst, Alter, was ist das? Also, wirklich, das klopfst jetzt nicht, aber so ist das mit dem Mustang. Kommen wir uns auf den Hof, laufen eine Runde rüber und ich garantiere dir, du bleibst an dem Mustang kleben. Und denkst du, mein lieber Scholli, das sieht eigentlich geil aus, das Ding. Hat schon mit der Lisa schon gesprochen, die Reifen sind halt schwer zu kriegen. Es gibt nur zwei Hersteller, die das Maß bauen. Und dann ist es teuer, ne? Mhm. Was kostet einer? Ich glaube 400. So billig, ja. Es gibt jetzt Michelin Pilot Sport 4S, Gott sei Dank. Ne? Gut, die haben zwar noch Profil, ne? Aber die müssen runter, die sind alte Dinger. Ne, die sind harte. Mhm. Ne? Ja, wollen wir mal vorne reinschauen, gucken wir uns mal das Machtstück an und dann werfen wir mal an, oder? Das pass auf, wenn bei euch Leute kommen zum Angucken, noch passt auf, noch, weil wenn der hier einer abrutscht, dann macht ihr voll einen Schwarz in den Lack. Ja, so. Aber normal. Oh, so genau, wenn die so frei hängen, tun die normal eigentlich schon keine Kratzer. Und dann Rigo Line aus dem Kratzer gemacht. Ah, lass mal. Ja. Ja. Da ist er. Ist das nicht süß? Der was Kumpel, ja, sowas bauen die heute in die modernen Autos als Motor ein. Ja, ja. Das mit dem Spruch, mit den so mancher Hybrid hat das Ding jetzt als Motor in der Größe. Das ist noch nicht mal übertrieben. Das ist Tatsache so, irgendein so Dreizylinder-Motor hat kaum größere Abmessungen in Summe, wenn man den Nack baut. Also es gibt Kompressoren, die sind fünfmal größer gefühlt, ja, wo du dann einfach die Haube aufsägst und das Ding guckt dann einfach oben raus. Das war für mich immer früher ein Traum, ein riesen Blower, irgendwie auf einem 57er Chevy Bel Air oder irgend sowas. Ne? Da kriege ich immer noch Gänsehaut hier, ohne Scheiß. Ne? Ist halt zulassungstechnisch in Deutschland echt schwer, wenn du mit so einem riesen Gebläse und gefühlt nichts siehst. Ja? Also ich habe in so einem Auto schon mal gesessen. Du siehst original durch diesen riesen Blower und die Ansaugung siehst du gar nichts. Also der Pilz alleine, ich krieg eine Krise. Das ist auch ein Original-KR-Pilz. So musst du dir ungefähr meinen vorstellen. So in der Größe, in der Form, in der Länge kommt ungefähr. So einen KR-Pilz noch zu kriegen ist ganz schwer. Ja. Ne? Leider alles ohne TÜV für das Zeug. Ne? Mhm. Also damit ja, den Luftfilter könntest du kriegen. Echt jetzt? Also drüben hab ich schon drin. Mit TÜV? Ja, weil der immer oben abgeschlossen ist. Uh-huh. Und Fahrgeräuschmessung machen lassen. Ich habe eine Fahrgeräuschmessung machen lassen. Kosten sowas? Mit Auspuff und TÜV. Oh, das war teuer. Was 400, ne, die Dekra in Dresden, aber die machen das nicht mehr in Dresden. Die früher haben die Cottbus das gemacht. Fahren, ne? Mhm. Die Dekra in Dresden hat das früher gemacht, die machen das nicht mehr. Mega. Ne, aber ich sag, Zustand ist eigentlich... Also nie immer der Marder da gewesen. Sieht aus wie ein Jahreswagen, ne? Absolut. So, nee, also ja. Da ohne Übertreibung. Dann die TÜV-Umrüstung habe ich vor Deutschland gemacht. Der den ist ja sofort nach Deutschland gekommen. Den ja. Hast du, glaube ich, wirklich gut gekauft. Die haben hier die Standlichter hier eingebaut und sowas. Ne? Der ist als Neufahrzeug gemacht. Gekommen? Ja. Das ist immer schön. Das war ein Neuwagenimport.
Findest du, wenn du Carfax suchst, findest du gar nicht. Super. Na, weil da drüben quasi nie gefahren ist. Ne? Mega. Dass das als Neuwagen nach Deutschland gekommen ist, das hört halt jeder Autokäufer gern, weil du halt schon davon ausgehen kannst, dass eben zumindest jetzt keine wilde Vorgeschichte in Amerika ist. Wobei das ja relativ transparent ist durch Carfax. Ne? Fahrgestellnummer bei Google reinkloppen, Bilder, wenn da erstmal nichts kommt, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich nichts Dramatisches war oder das Ding als Neufahrzeug reingekommen ist. Und um es auf Nummer sicher zu gehen, klopfst du mal bei Carfax rein, zahlst halt deine $10 dafür oder was weiß ich, wie viel die Scheiße jetzt kostet. Und in dem Fall hat er das alles gemacht, weil er eben schon, das ist halt so ein Punkt, wenn du zum Beispiel dann so ein Auto angucken gehst bei jemandem und der hat noch 2, 3 so eine Hütten rumstehen, dann weißt du, das ist kein Anfänger. Also dann weißt du, der hat schon 3-mal Scheiße gekauft. Das ist jetzt sein 4. Auto und dann weißt du ganz genau, wo du beim 4. ganz genau, wo er hingucken muss und weißt ganz genau, worauf zu achten ist. Und der hat ja selber gesagt, Jahreswagenzustand. Stimmt auch. Den hat der Vorbesitzer quasi neu importieren lassen. Okay, also braucht man immer einen großen Service und 4 neue Reifen. Ja, cool. Und halt die Tieferlegungsfedern hat er ja drin. Na? Die müssen halt mal eingetragen werden, die H&R-Federn. Ne? Geil ist auch natürlich immer eine Tieferlegung, die du nie siehst. Also, wenn dir das nie gesagt hätte, dass das Ding tiefer gelegt ist, wäre mir das nie aufgefallen. Die hast du einbauen lassen? Nee, waren schon da. Und das andere, was hier gemacht wurde, der Pilz und Co., hast du gemacht oder war auch schon? Da war ein anderer Pilz drin für den Steda und ja. Ich wollte aber alles originale Ford haben. Ja. Dann habe ich das rausgeschmissen und habe alles original Ford-Ansagen umgebaut. Was für ein Vorbesitzer war das denn? Das hatte das letzte, als letztes das Auto? Das war, der Sohn ist gefahren und der Vater hat es von Sohn geholt. Der muss irgendwie einen Motorradunfall gehabt haben, der Sohn. Und konnte nicht mehr Motorrad fahren. Aha. Und da hat der Vater dann das Auto gekauft, und aber da er wieder Motorrad fährt. Nur war das Auto im Weg, aber die waren eben auch gut aufgestellt. Ne? Ja, die hatten es also übrig. Ja. Ich sehe schon auf den ersten Blick hier, war nichts los. Ne? Hier hat keiner rumgestochert mit irgendeinem Schraubendreher, mit irgendeiner Nuss hier oben drauf rum. Also ich habe bis jetzt nichts gesehen. Und lacktechnisch, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er wirklich recht. Und sonst Optik, erstmal Jahreswagenzustand komplett. Ne? Das ist ja wirklich hier auch am Sitz alles noch tutti paletti. Ne? Das ist ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Ne? Also hier freut sich der Nächste auf jeden Fall. Also wer sowas sucht und zu schätzen absolute ist. Absolute Wertanlage. Definitiv. Ich bin doch ehrlich, ich habe in den 1,5 Jahren nichts was dran verdient. Ja, das glaube ich. Trotz, dass ich ihn bei euch in Tagen. Ja. Also hätte ich ihn privat verkauft, hätte ich wahrscheinlich noch ein Scheinchen mehr gehabt. Ja. Genau, und so kann es eben auch mal gehen. Wer ein gutes, sauberes Auto kauft, freut sich dann hinterher. Ne? Da gibst du vielleicht für damalige Verhältnisse vielleicht noch mehr ausgegeben, als sie damals vielleicht gekostet haben. Ja. Vor 2 Jahren knapp. Ja. Und wenn du jetzt mal überlegst, jetzt in 2 Jahren den Wertzuwachs und ganz ehrlich, der Zustand spricht ja wirklich für sich. Ne? So, wenn du den weiter so pflegst, fährst ein bisschen sonntags, hast ein bisschen Spaß. Machst ein bisschen deinen Spaß, machst kein Geld kaputt. 2 Jahre. Genau, und gibst kommt am Ende hinten wieder was rum. Ne? Haben wir oft das gehabt bei Kunden von uns, dass die Autos gekauft haben vor 2, 3 Jahren. Ja. Damit rumgefahren sind und am Ende wieder mehr Geld gekriegt haben. Ne? Ich habe mich jetzt immer weiter gesteigert. Immer wieder andere Autos gekauft, immer wieder ein bisschen teurer. Und ne? Aber muss halt immer was kaufen, was du halt wieder gut loswirst. Der Verkäufer, der Stefan, ich glaube, der hat das einfach zu einem guten Zeitpunkt gekauft. Ne? Vor 1,5, 2 Jahren. Und da war echt, ich habe jetzt keine Idee, keine genaue, aber ich schätze einfach mal, der hat wahrscheinlich so around 30 bezahlt. Noch ein bisschen was reingesteckt und am Ende bleibt noch ein bisschen was übrig. Hat sich für ihn, glaube ich, komplett gelohnt. Und hat jetzt die Corvette und spekuliert vielleicht auf eine ähnliche Situation. So ein Auto verkaufst du nie morgen, das ist klar. Da muss einer kommen, der das will, ja. Der sowas sucht. Da kommen viele Trittbrettfahrer, ne? Ja, ja. Mal fahren, mal gucken, bloß das ist wirklich... Ich meine ganz ehrlich, dass der Auto hat 500 PS, 507 glaube ich sogar, ne? Serie. Na, und 650 Newtonmeter. Das ist, ganz ehrlich, das ist nichts für Anfänger. Hat das Ding überhaupt eine Traktionskontrolle? Ja, ne? Ja, aber die kommt so ab 40 Grad Winkeldrift. Aha, also sehr spät. Hat dann aber bloß die Motorleistung, also rutscht trotzdem quer an den Baum. Würdest du das Auto als beherrschbar einschätzen oder schwierig? Überhaupt nicht. Total wild. Also es ist wie eine Dodge Viper. Ja, musst übelst aufpassen. Ja? Ja. Musst also wenn die Bude kommt, dann... Du musst wissen, was du machst. Der Kompressor ist bei 2000 aktiv. Geht sofort los. Ja. Ja. Und sag mal so, ab 4 kreist du dich richtig an. Geil, ne? Ja. Das ist halt geil. Hört man den im Stand schon? Wenn du richtig hochdrehst, ja. Ja, aber jetzt im Stand hörst du nicht... Vielleicht ganz leise. Ganz leise. Säuseln, aber los, komm, wir machen mal an das Ding, oder? Ist okay, oder? Ich geh. Der ist schon an, Runde. Ja, geil, das ist geil. Oh, herrlich. Nur genau dieses Dong, 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 Dong. Hört mal richtig deutlich. So geil. Zu diesem Dong, 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 Dong. Da habe ich eine interessante Geschichte. Da saßen wir irgendwann mal auf einer Mittelmeerinsel, abends in einer Bar. Und da lag so ein Speedboat, so ein richtiges, also so ein richtiges, so eine Cigarette. So wie man sich vorstellt, so 13 Meter lang irgendwie. Und da kam so ein Typ angeschleppt, barfuß. In Badehosen mit zerrobtem T-Shirt und langen Loden und so einer Ray-Ban-Sonnenbrille. Ließ er uns vorbei und machte, hüpft dann das Boot und fing jetzt an, Startler zu machen. Dann ist er im Stand quasi im Standgas rausgefahren aus dem Hafenbecken. Und da hast du halt diese Keilmauer da.
Dann fuhr sie genau an uns vorbei so und dann war so dong 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 dong. So ging das Ding an uns vorbei und konnte dann so wieder an der Keimauer vorbei, aber ging das Hebel auf den Tisch. Pass! Das Ding hierüber gefeuert auf irgendwie, weiß nicht, zur nächsten Party irgendwo abends hin, ja. Gefühlte 900 Liter in 3 Minuten durchgefeuert, ja. Eine Riesenfontäne hat das Ding nach hinten geschmissen. Und die Bude stand, glaube ich, gefühlt so im Wasser, ne. Hing dann bloß noch mit der Schraube. Alter, unglaublich. Über den spiegelglatten See ist er dort lang gefeuert und das Ding hat einen Lärm gemacht. Pervers. Und dann hast du riesen schwarze Wolken gesehen, weil das Ding komplett fett lief und all Sprit, was da war, rausgeballert hat. Da haben wir dann so gefragt, was das Ding durchlässt. Und da sagt er, wenn du drauflegst. Ja, also der hat erzählt von Geschichten so, wenn er irgendwie Spaß macht mit dem Ding, können auch mal 1000 Liter weg sein. Und da kam damals schon der Liter Diesel, glaube ich, 2,30 Euro oder sowas auf dem Wasser. Wer Boot fährt, ne? Ja. Der hat Lack, Alter, der ist übrig. Ne? Der kann nur ablegen. Aber beim Auto, da darf immer alles nichts kosten. Das ist zwar das Ding, womit wir draußen rumfahren, die Kinder zum Einkaufen, zur Arbeit, dies, das, jenes, welches, aber es darf nichts kosten. Bei so einem Boot oder bei so einem Wohnmobil, das ist scheißegal. Oder Motorrad oder Spielzeugauto, egal. Machen, brauchen wir, geht los. Das ist verrückt, das ist wirklich in diesen Welten. Ja, dann würde ich mal sagen, hier so. Also hier gibt es jetzt, ne, ist ja Enrico, jetzt nichts zu heulen. Das, was bekannt war, ist bekannt. Das ist auch so. Aber es ist keine Nachlackierung dran an dem Ding, ne? Wie geil das klingt. Ich finde es geil. Ja, richtiges Klangbild halt. Ganz ehrlich, ne? Ich fand ja früher die Form, also das alte, das ist halt wirklich vom Cockpit her und vom Design her, ne? Ist das ja sehr, sehr eigenwillig, ne? Ja, ja. Und gefällt ohne jeden. Aber mittlerweile finde ich diese bullige Front immer geiler. Feiert das Auto. Ja? Aber man muss auch sagen, Fotos schmeicheln den Autos nicht, finde ich. Weil man die Größe, als Europäer ist man schätzt man die Größe falsch ein. Was ein schönes Lederpaket nur. Ja. Alles schön ein bisschen abgeledert, ne? Das war schon Aufpreis damals, ne? Was natürlich wirklich ein bisschen preiswert ist das hier, ne? Das wollen wir nicht reden. Alles Plastik, ne? Das hat alles Plastik. Wenn du dir einen F-150 kaufst aus dem Baujahr, hast du genau so aus, ne? Und die Kupplung, ne? Zweischaltenkupplung, weißt du, wie schwer die geht? Also wenn man hier jetzt Newtonmeter messen müsste, wahrscheinlich irgendwie 100 oder so zum Treten. Das ist eine wahre Freude. Ja, ne? Hast du keinen Bock, ne? Nee. Ja, geil. Wird er auch Wall-to-Four-Schiff dann ab einer gewissen Drehzahl wie bei der Corvette? Nee. Nee. Also, dass er dann irgendwie die Gasse wieder zumacht und dann sagt, geht direkt in die 4? Nee, das macht er nicht. Okay. Das macht er nicht. Man merkt schon auf die ersten Meter, dass die Reifen richtig müde sind und alt. Ja, man hört es auch, ne? Man hört es ordentlich. Abgestanden sind, ne? Wie lange steht denn das Auto jetzt? Also, bei mir seit Oktober. Okay, also ist die erste Fahrt jetzt? Ja. Das ist die erste Fahrt wieder jetzt. Du hattest ihn schon abgemeldet vor Wochen oder? Nee, habt ihr gemacht. Haben wir gemacht? Ja. Nur mit der Anmeldung hat es nicht geklappt, ne? Nee, genau, da haben sie ja wegen dem kleinen Kennzeichen vorne rumgehüllt. Na, wie immer. Ich habe ja schon mit dem Straßenverkehrsamt drüber telefoniert, aber die wollen das nicht vorne. Das kleine. Ich müsste mir halt dann eins suchen mit weniger Buchstaben in Engschrift. Aber das will ich ja wieder nicht. Ich will ja meine Nummer haben. Da habe ich jetzt aber jemanden, der mir einen Halter baut aus Edelstahl für vorne. Für die Corvette. Aha. Das ist quasi von unten, wird er angeschraubt und dann hält er das so vorne. Das aha. Breite. Aha. Dann mache ich das so vorne gut. Schön zu mit der Abdeckung, no. Mit der schönen. No. Die kannst du ja bestellen. Jetzt links. Die gab es eigentlich ursprünglich dazu, aber meistens kommt die abhanden, weil es gibt ja Bundesstaaten, da braucht man nicht vorne ein Kennzeichen, sondern nur hinten. Ne? Korrekt, genau. Also macht schon auf die ersten Meter auf jeden Fall Bock, ne, damit zu fahren. Das Auto ist auf jeden Fall Wahnsinn. Fahren auch schon mal schön warm, diesen Kollegen hier, der hat mal schon eine Weile im Stand jetzt getuckert. Ja. Ich habe auch immer, also bei mir, ich mache die Autos immer alle 2-3 Wochen, lasse ich die warm laufen, fahre die auf dem Hof ein bisschen hin und her. Ja. Fahre ich die wieder rein, dass ich okay. Im Dorf an die Lager nicht kaputt ja. Steht. Das macht natürlich schon komplett Sinn, die Autos ab und zu mal zu starten und dann auch zu bewegen, ein Stück wenigstens. Das nicht bloß an, halbe Stunde laufen lassen, wieder aus, sondern auch mal ein bisschen hin und her fahren. Und wenn es nur auf dem Hof ist, so vermeide ich so Standplatten, gehen in Zweifel unten in Getriebe, auch mal die Ölpumpen los und so weiter und so fort. Ne? So wird halt alles mal ein bisschen, wie soll ich denn so vorsichtig sagen, salopp gesagt, einfach noch mal ein bisschen umwälzt oder in Bewegung gesetzt. Der Kollege hier vorne hat das Leben schon satt gehört oder was? Also ich meine, ich war auch so ein Rotzer auf dem BMX-Rad, ne? Aber ich habe wenigstens mich schon noch ein kleines bisschen für Autofahrer interessiert und für mein Leben. Das baut leider ab. Ach, der hat schon eine Schaltempfehlung hier drin, ne? Ja. Der hat diesen großen Tacho, der tut quasi auch, wenn der auf Reserve geht, wird die Tankanzeige rot, statt einer Reservelampe zur Späße. Du kannst du die Farben komplett ändern, von blau, rot, niedlich. Wie du es halt haben willst, ne? Ja. Das ist ja halt über Ami-Spielerei. Ja, ja, da wird es schon immer führend. Ja. Ich finde, die Amis haben immer so, die bauen zwar auf Masse und auf günstig,
Aber die lassen sich immer mal wieder eine Raffinesse einfallen. Bei der C5 kannst du zum Beispiel komplett eigenständig Fehlercodes auslesen. Und dann kannst du nachgucken, gibt es ein Handbuch oder halt im Internet, was das für ein Problem ist. Und kannst es sogar selber löschen, den Fehler, im Auto. Ohne irgendein Tool. Das ist schon cool. Das sind so die Kleinigkeiten, was ich an den Amis immer cool finde. Das gefällt mir gut. Das ist halt schon cool, ne? Das ist niedlich. Habe ich selber noch reingeklebt. Ach, das war gar nicht da. Gekauft, da war es nicht da. Mhm. Und du kannst es aber bei Ford drüben bestellen. Mit Fahrgestellnummer und allem drum und dran schicken lassen. Und zwar auch, manche behalten das dann halt, ne? Da kannst du es nicht mehr ordern. Da hat es Glück, dass es noch nie weg war. Ach so, du kannst nur ein einziges Mal. Ja. Aha, du kannst nie nachbestellen und sagen, oh, nee. Ist weg. Aha. Also nicht, dass ich wüsste. Aber vorne tut er super. Das mit den Reifen war ja klar. Innenrahmenzustand ist eigentlich wie neu. Ja. Also das, ne? Sportbuch ist auch dabei noch. Checkheft hat das Ding ja auch gehabt, hat es gesagt, ne? Nee. Hat er nicht? Okay. Also der hat einen Eintrag drin. Ich jetzt nie lügen. Kann ich jetzt und du hast es auch nicht machen lassen sozusagen in der Zwischenzeit? Ich hab's Öl selbst gemacht. Ach, selber? Ja. Okay. Ich hab's Öl immer selbst gewechselt. Aha. Ich habe auch eine Dokumentation ausgedruckt. Ich habe mir das immer selber aufgeschrieben, wann, wie und was. Grundlegend ist natürlich, also beim Checkheft, Thema Checkheft ist natürlich immer toll, wenn eins da ist, was geführt ist bei so einem alten Auto, weil das dann schon nochmal ein extra Alleinstellungsmerkmal ist. Wobei man aber sagen muss, dass du bei den Autos relativ selten hast. Ich glaube auch sogar, dass bei dem ersten bzw. Zweitbesitz des Dings in der Familie immer umgeschrieben worden, dass die den sicherlich haben im Service gehabt, nur haben die sicherlich das Checkheft nie abgegeben und die Werkstatt hat nie nachgefragt. Ein Eintrag steht zwar drin, bei 7.000 oder 6.000 oder irgend sowas komisch, oder 5.000. Neu kam das Ding vielleicht 60.000 Euro, sowas vielleicht irgendwo in der Drehe, 50, 60, 65 vielleicht. Und ich denke mal, dass wenn einer so viel Geld ausgibt, der fährt da nie irgendwie 20.000 Kilometer mit demselben Öl. Also die eigene Dokumentation finde ich persönlich nicht schlecht, da gibt es wenigstens irgendwas. Und der Vorbesitzer gibt es ja quasi schriftlich, dass er das gemacht hat. Das heißt also auch, im Zweifel verbirgt er sich dafür. Und wo hatte der Vorbesitzer das Ding her, der es für seinen Sohn gekauft hat? Der hat ihn über Ford Deutschland importieren lassen. Deswegen. Als Neuwagen oder ja, wie? Als Neuwagen. Ach so. Mhm. In dem Moment sag ich schon mal so, ach so, weil mir dann nochmal richtig bewusst geworden ist, weil ich bin, wenn ich zum Beispiel an so ein Auto ankomme, dann höre ich zwar dem Vorbesitzer irgendwie zu, ja, aber kann ja alles aufnehmen, weil ich mit dem Auge im Gedanken bei dem Auto bin und gucke. Und da merkt man so dieses Multitasking-Ding, dass dann das gesprochene Wort irgendwie untergeht. Und so geht es auch dem Kunden beim Kauf. Der ist irgendwie gerade so geflasht vom Autokauf, dies, das, jenes, welches. Und der Verkäufer sagt, ja, pass auf, du musst es so und so machen und dann geht das sowieso. Und so ging es mit dem Moment, oh, ich sitze dann auch so da und denke so, ach so, ja, stimmt, als Neuwagen, ach so, ja, importiert, weißt du, ich meine? Als Neuwagen. Die haben den so lange gehabt? Genau, der hat den so lange gehabt und dann habe ich ihn gekauft. Die haben ach, den das Ding ist also gehabt. De facto zweiter Hand? Ja. Okay. Ne, also im Brief bin ich der Dritte, weil sie immer intern umgemeldet haben, vom Mann auf die Frau, vom Vater auf die Mutter. Okay, das passt. Das ist in den Papieren nachher immer derselbe. Ja, jetzt kommt er. Hast du den Kompressor kurz gehört? So ein Hauch von einer Sekunde war noch da. Ne? Müssen wir dann nochmal eine Ruheaufnahme machen, wenn ein bisschen die Witterungsbedingungen vielleicht ein bisschen besser sind? Also wenn ihr wollt, dann machen wir zu dem Auto nochmal ein gesondertes Video. Gerne auch beim Erik bei EZ Performance auf dem Prüfstand. Dann gucken wir mal, wie viel Leistung das Ding wirklich ausspuckt an der Hinterachse. Schreibt's jetzt in die Kommentare, ob ihr richtig Bock darauf habt, da noch mehr zu sehen von dem Auto. An der Stelle will ich mich auch nochmal bedanken, dass ihr das letzte Wir kaufen Autos auf von der Community oder von was weiß ich woher so gefeiert habt. Das ist ja komplett gut angekommen. Und es hat man auch in den Kommentaren deutlich lesen können, dass ihr das Thema komplett fühlt und dass dieses Format, wie wir es jetzt hier machen, einfach euch sehr, sehr gut gefällt und viel abholt. Und wir haben da auch selber komplett Bock drauf und ihr könnt euch freuen. Wir werden da am Ball bleiben. Wir haben sogar, ich hau jetzt mal einen kleinen Insider noch raus, jemanden gefunden, der uns unterstützen wird im Thema Mediabereich. Und ich glaube, der Mann bringt richtig, richtig gutes Know-how mit und ich denke, damit können wir die Videos nochmal erheblich steigern. Was hatten wir vor uns? Ein tiefer Collector Jeep Wrangler? Das sieht ja wild aus, wie tief der ist. Jawohl. Was sind denn für Räder drauf? Ach, sind wir schon wieder da? Ja, 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 ja. Oh, zweit. Scheiße, zweit. Und immer rechts und hoch. Ja. Das ist bei den Autos auch schön, die haben ja keine Sperre zum Rückwärtsgang. Oder? Mein GT hat einen Fünfganggetrieb und hier, wo der einen 600 hat, hat er einen Rückwärtsgang. Oh, und? Bist du schon mal drin gewesen? Geht nie rein bei der Fahrt. Aha, okay. Kratzplus. Kratzplus. Super, also. Ja, freut mich, dass du zufrieden bist. Ja, sehr zufrieden. Ich bin auch sehr glücklich. Schön, das freut mich sehr zu hören. Ne? Mit dem Preis bin ich super zufrieden. Ja, perfekt. Ich auch, bin mal gespannt. Ich bin noch zufriedener, wenn sich dann ein Käufer gefunden hat. Dann bin ich nämlich auch komplett zufrieden. Nee, aber das sind ja Autos, das sind Autodeals, die machen ja beiden seinen Spaß. Ne? Ja.
Jeder kriegt ein schickes, schönes Auto. Sowas hat man auch noch nie. Und ich habe ja letztens irgendwann mal gesagt, ein, das hat's ja ab und zu mal erwähnt. Genau. Da ein, ich mir schon, ich hatte ein Shelby GT 500, das wär's mal. Ne? Könnte weg, der Shelby eigentlich. Und dann hatte ich ja die Corvette bei euch gesehen. Ja. Corvette hatte ich noch nie sowas in der Art. Ne? Und dann wurde es mal Zeit, ne? Da hatte ich mal Bock. Und so kommen ja die Verrückten wieder zusammen. Tradition ist, dass ich bei euch rote Autos kaufe. Das ist ja der dritte Mal. Gucken, mal gucken, was es als nächstes wird. Mal sehen. Das sind ein S6, ne? Der ist bloß nicht rot. Das wird ja noch umverlieren. Mir schwebt ja im Moment ein S6 V10 vor. Ich hab gesagt, 4F oder was? Ja. Oh Gott, das ist wie heißen kleiner mal die, die sich selber mal gerne bestrafen wollen? Da gibt es einen Begriff dafür. Masochisten? Ne, wie heißen die? Masochist, oder? Ganz ehrlich, also ich glaube, die hat auch ihre Zipperlein, ne? Dann geht man das Fensterheber wieder mal nicht. Dann geht diese V mal in die Tür nicht auf. Dann aber das sind das alles überschaubare dazu. Sachen. Das gehört dazu. Das ist nie hier der Motor aus dem Arsch und alles andere ist auch im Arsch. Das ist bei dem Auto nicht der Fall. Nee, das ist die Elektronik. Ne? Das ist halt so Kleinigkeiten. Ja. Ne? Aber das stört mich nicht. Der richtige Käufer für das richtige Auto und das richtige Auto für den richtigen Käufer. An der Stelle würde ich mich verabschieden wollen. Ich bin zufrieden, der Kunde ist zufrieden und da sind wir alle zufrieden. Und dann machen wir jetzt Feierabend, gehen nach Hause. Damit sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Zeigt uns das mit dem Daumen nach oben, mit den Kommentaren und abonniert weiter so fleißig unseren Kanal, umso mehr Leute uns sehen, uns kennen, umso mehr Autos können wir vielleicht dadurch auch aufkaufen, umso mehr Videocontent können wir für euch wieder mitproduzieren, weil wir machen den Job sowieso und da können wir euch also auch mitnehmen und halt die Mehrarbeit machen, machen wir aber gern. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke dir. Tschüss Leute. Don't let it rule you.